Hallöchen, meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich. Ich stehe hier vorm DM und ich habe mir gedacht, ich nehme euch wieder beim Shoppen mit. Ich brauche in erster Linie Feuchttücher und Duschgel. Und mal schauen, was ich noch so finde. Ich liebe es ja beim DM zu stöbern. Ich glaube, da kennen wir Frauen uns, das sind wir alle gleich. Also ich glaube, ja, zum Verzweifeln der Männer. Der Papa hat noch gesagt, bitte kauf nur das, was du wirklich brauchst. Okay, ich habe sie versprochen, aber ich brauche so einiges. Mal schauen. Auf jeden Fall brauche ich noch so Handcreme, Tagescreme fürs Gesicht. Und ja, ich würde mal sagen, let's go. Schauen wir mal, was ich beim DM so finde. Ich habe mir jetzt einen Wagen geschnappt. Ihr werdet mich natürlich wie immer ein bisschen gedämpft hören, weil natürlich trage ich eine Maske. Also nicht wundern. Ich hoffe, ihr hört mich gut. War ja beim letzten Mal auch gut geklappt. Deswegen denke ich mal, das passt. So. Schwangerschaftstest. Boah, aber keine Sorge. Shampoo, ich glaube, ich kaufe dem Patrick mal wieder eins, wenn ich so ein großes finde. Ich kaufe nämlich für den Patrick immer das hier, aber gerne in groß oder als Nachfüllpack gibt es das auch, oder? Aber nicht Zitrone. Ich nehme ihm dann so ein großes mit. Für die Michelle möchte ich auch ein Shampoo mitnehmen. Da habe ich das gefunden, Anti-Juckreiz. Die hat in letzter Zeit so jetzt im Winter so ein bisschen mit einer juckenden Kopfhaut zu kämpfen. Und es gibt noch auch eine Anti-Fett. Aha, für schnell fettende, problematische Kopfhaut. Das werde ich auch mitnehmen. Klingt nämlich sehr vielversprechend, wenn man so Misch hat. Das werde ich auch nutzen, weil ich aber auch immer ja, schnell fettende Haare. Dann habe ich diese Masken hier gesehen und bin so, what, was ist das denn? Hairmask. Das ist eine Kappe, oder? So eine Haarkappe. Halte für 30 Minuten Winterschlaf und dann ausspülen. Aha, das ist quasi, bevor man Haare wäscht, macht man sich das rein. Interessant. Ich glaube, ich nehme für Michelle auch eine mit. Ich nehme für sie Unicorn. Für mich nehme ich Flamingo. Glatt und weich, alles klar. Gut, das nehme ich mit. Dann brauche ich für die Mädels so eine Haarsprühkur. Da nehme ich die gerne von Glisskur. Ich muss mal gucken, wo die ist. Express Repair Spülung. Verwirrerisch lang. Nö, jetzt auch nochmal welche. In Aktion sogar. Über das habe ich gehört, das soll angeblich total gut sein. So eine Express Hair Curl für sehr geschädigtes, trockenes Haar. Soll ich das mal ausprobieren? Papa hat gesagt, ich soll nur Sachen kaufen, die ich brauche. Brauche ich das? Du, ein Liter? Na, oder? Könnt ihr mir mal gerne schreiben. Habt ihr das schon mal ausprobiert und findet ihr das gut? Ich brauche noch ein Trockenshampoo, weil meins ist fast leer gegangen und ich nehme da von Batiste, das ist total gut. Dann nehme ich das Brünett. Für die Luisa wollte ich mal ein anderes Shampoo probieren, weil die hat ja so schöne Locken. Und ich glaube, da werde ich ihr so ein Shampoo mitnehmen für Locken. Das nicht, aber Styling Cream. Perfekt definierte, glänzende Locken. Und für die Lara brauche ich auch ein Shampoo. Die Lara hat so schöne, lange Haare. Beautiful Long. Haarspray. Ich nutze nie Haarspray. Nie, aber manchmal denke ich mir, Haarspray wäre cool. Soll ich mir eins mitnehmen? Ich nehme für Patrick immer das Sias, aber ich probiere mal das Drei-Wetter-Taft. Für mich Glanz, Casual Chic, Classic, Ultra. Ich nehme das. So nicht ganz krass, aber. Ich habe jetzt zwischen den Regalen noch was richtig Tolles entdeckt, und zwar so ein Ölspray, also ein Haaröl, das man raufsprüht. Wie cool ist das denn? Kennt ihr das schon? Kanntet ihr das schon? Nehme ich, glaube ich, mit. Von der Zahnabteilung. Ich brauche nämlich meine neue Lieblingszahnpasta. Die kaufe ich jetzt in letzter Zeit immer noch. Optisch mehr, sie ist richtig toll, von Elmex. Meine ist nämlich schon fast leer. Dann hat der Papa gesagt, ich soll seine Zahnpasta auch kaufen. Iona, das ist eine medizinische Zahncreme-Konzentrat. Die findet er toll, deswegen kaufe ich die ihm auch.
Und er wollte Zahnseide. Noch die gibt's. Einmal die. Pflanzenbasierte Zahnseide, das ist krass. Die, was er normalerweise nimmt, gibt es hier jetzt beim DM nicht. Aber ist egal, ich nehme ihm einfach diese mit. Ich stehe jetzt in der Gesichtspflegeabteilung und da werde ich mich natürlich so richtig austoben, weil das liebe ich ja. Und ich habe hier von Judith Williams schon was entdeckt, was ich mal unbedingt ausprobieren wollte. War mir nie so sicher, ob das was für mich ist, aber die hat so coole Sachen, diese ganzen Ampullen und so. Schaut mal, die hat richtig, richtig coole Sachen. Und ich liebe ja so Ampullen. Ich weiß nicht warum, aber ich fahre voll auf die ab. Aber bevor ich jetzt die nehme, werde ich auf jeden Fall schauen, ob es von Balea auch was gibt. Oder soll ich gleich bei denen bleiben? Egal, ich schaue auf jeden Fall mal kurz hier durch, was es so überhaupt gibt. Oh, schaut mal, das Rosenwasser gibt es jetzt auch beim DM. Das wusste ich gar nicht. Skin Royal Serum Eye Cream. Richtig coole Sachen. So, das finde ich auch richtig schön. Schaut mal, richtig schöne Verpackung. Alles so lila. Ah, da gibt es auch Shampoo. Schaut mal. Kostet sogar ein bisschen mehr. Von L'Oreal. Von Balea gibt es auf jeden Fall auch so coole Ampullen. Und die kosten auf jeden Fall echt wenig. Aber das ist halt die Sache, ne? Wie viel ist da auch wirklich Nahwert das drin. Und solche Kuren gibt es ja auch. 5 Euro. Bin mir da nicht so sicher, wenn es so ganz günstig ist, wie gut das sind. Aber ich glaube, Balea hat auf jeden Fall schon eine gute Pflege. Vitamin C Konzentrat. Klingt auf jeden Fall nice. Nur 1 Euro. Schon sehr, sehr günstig. Die von Schiebens, oder wie das heißt, kosten dann nur schon 2,45. Ich nehme auf jeden Fall mal beide mit und werde sie mal beide ausprobieren. Was ich ja richtig nice finde, sind diese Augenpads. Ich liebe ja diese, ja, egal welche Art, aber die sind richtig cool. Die werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ah, da gibt es noch welche. Die haben ein Beauty Hyaluron Augengel Pads. Glatteres Hautbild bei der 95% Testerin. Ja, ist ja auch vielversprechend, ne? Gut, dann nehme ich die dann auch mit. Ich liebe diese, das ist so mein Favorite, diese Maske, diese Augenpads. Und ich werde noch diese Ampullen nehmen von Judith Williams. Ich gebe dem eine Chance, weil ich liebe so Ampullen. Ich kann mir gut vorstellen, dass die gut sind. Bei L'Oreal habe ich gesehen, dass da so das Alter draufsteht. Finde ich auch cool, 40 plus zum Beispiel, 50 plus. Deswegen werde ich mich hier in meinem Alter orientieren. 35 plus, 35 plus. Jetzt bin ich bei der Rasiererabteilung und ich muss ehrlich sagen, hier kaufe ich mir nie was. Also ich habe meinen Rasierer, da tausche ich immer die Köpfe, aber ich kaufe mir nie bis gar nie so Rasierschaum. Kauft ihr euch sowas? Rasiergel? Ich mache da immer nur Duschgel drüber und passt schon. Das Einzige, was ich brauche, ist eine Handcreme und das ist meine allerliebste Handcreme. Ich liebe die, ich nutze die einfach immer, immer. So, Seife. Überlege gerade, ob ich eine Seife zu Hause brauche. Himbeer-Magnolie klingt eigentlich sehr vielversprechend, oder? Was sagt ihr? Die nehme ich mit. Hier gibt es dann die Duschgele. Alles klar. Ich finde eigentlich alles cool. Ich kaufe auch gerne diese Fars. Also die riechen geil. Die habe ich so aktuell zu Hause. Das und das hatte ich jetzt letztens. Und diese, also diese orientalischen, finde ich auch richtig cool. Es ist immer schwierig, jetzt mit der Maske zu riechen, ne? Wie macht ihr das? Maske kurz runter, oder? Durch die Maske durch. Das ist echt. Aber es geht. Man riecht sogar durch die Maske. Da glaube ich, nehme ich das mit. Und das Cream Oil. Da ist auf jeden Fall auch was, was richtig gut riecht. Das riecht gut. Wenn es ausverkauft ist, dann ist es meistens gut. Deswegen muss man es auch unbedingt einpacken. Für den Patrick brauche ich auch Duschgel. Da nehme ich dem immer so Axe mit. Ich nehme das und das. Dem Papa nehme ich auch noch eine Seife mit, aber besser unser harte Seifennutzer. Deswegen nehme ich ihm das mit. 3,45. Und dann nehme ich ihm das auch mit. Sebamed. Sebamed ist so gut. Hat auf jeden Fall einen guten pH-Wert und so. Und es riecht sehr gut. Oh, schaut mal. Das sieht ja mal süß aus. Was ist das denn? Feeling. Ja, braucht man nicht. Schaut so süß aus, aber braucht man ja im Endeffekt nicht wirklich. Deswegen, weiter geht's.
so Rasierer braucht der Papa nicht. Aber ich nehme ihm sowas mit. Weil mein Mann hat ja nicht mehr so einen Rasierer, sondern hat so einen richtigen Oldschool-Rasierer. Und er hat sogar eine Bürste und da das ist so eine Seife drin. Die schäumt dann so richtig gut. Er hat auf jeden Fall schon lange nicht mehr sowas genützt. Ah, genau, sowas hat er. So eine Bürste. Und so ein Rasierer. So ein Rasierer hat er, so einen richtigen Oldschool-Rasierer. Ich wollte nur einen Aftershave mitnehmen. Da gibt es leider keine Probe. Das ist ein bisschen doof. Gillette Cool Wave. Ich rieche mal da dran. Ja, das geht. Das riecht gut. Also ich habe jetzt an diesen vieren hier gerochen und die riechen alle echt gut. Also wirklich alle. So nach dem dritten Schnupperdurchgang habe ich mich jetzt für Afrika entschieden. Das riecht wirklich sehr, sehr gut. Dann brauche ich unbedingt ein Deo. Das ist mein Lieblingsdeo. Ich nehme immer Black and White von Nivea. Aber ich sehe gerade, das ist neu. Silk and Smooth. Antitranspirant. Ich nehme das. Ich nehme das mit. Hey, was ist das denn? Hier? Warum ist das so umgekehrt? Antiperspirant. Warum ist das verkehrt herum? Das verwirrt mich jetzt, aber ich bleibe bei dem. Feuchttücher darf ich nicht vergessen, weil dafür bin ich eigentlich da. Und die Babyabteilung, ich sag's euch, ich liebe die Babyabteilung so sehr. Da stülpe ich so gern immer. Und außerdem brauche ich für den Philipp so einen Trinkbecher. Weil er kann echt gut schon trinken aus dem Glas, aber er will halt immer alleine halten. Und dann kotzt er sich an oder so. Deswegen überlege ich mir, ob ich sowas für ihn nehme. Ich glaube, ich nehme die Krabbe, oder? Nee, ich nehme den Hund. Den Hund. Oder wisst ihr was, ich nehme aber die Katze. Nasensekretsauger, das ist ja mal praktisch. Das ist so wie ein elektrischer Nasensauger. Wir haben so einen elektrischen Nasensauger. Aber das halt mit dem Mund. Aber ich meine, ich hoffe, da kommt nichts in den Mund von der Mutter, oder? Schaut ein bisschen creepy aus, aber ist sicher praktisch. Vom Babylauf gibt es nochmal um die Hälfte des Preises. Was ähnliches. Babylöffel brauche ich, weil ich habe keine mehr. Irgendwie haben ein paar von denen die Hunde gefressen und deswegen brauche ich das. Ich brauche auf jeden Fall für die Mädels ein Waschgel. Also ich nehme da für die Kleinen immer dasselbe Babywaschgel. Da nehme ich immer gerne das von Hip. Das kaufe ich immer ganz gerne. Das ist richtig toll. Feuchttücher. Darf ich nicht vergessen. Ich kenne mich, sonst vergesse ich das. Ich muss das gleich jetzt kaufen. Ich liebe ja die Pure Aqua, die sind so richtig durchgenässt. Da kann man richtig gut Popo damit wischen. Babylove Feuchttücher mit 99% Wasser sind auch vielversprechend. Das sind halt einfach voll krass, ne? Muss man auf diesen Preis hier schauen. 0,4 Cent für ein Stück und hier 0,2 Cent. Da hat man hier halt, ne, quasi das Doppelte. Und die Hälfte gespart, deswegen nehme ich, glaube ich, die mal. Dann sind wir auch bei einer von meinen Lieblingsabteilungen bei DM. Die haben hier so geile Nahrungsergänzungsmittel. Und da werde ich ein bisschen was für mich jetzt einkaufen. Vitamin D3 und so, K2. Die brauche ich immer so, ja, für meinen Tagesbedarf einfach. Und da werde ich mir das mitnehmen. Schaut mal, da ist das schon zusammen. Vitamin K2 und D3, das ist richtig gut. Und da gibt es auch, schaut mal, sogar Tropfen. Finde ich cool. Vitamin D3 braucht man eigentlich immer. Dann, was ich auch aber noch zu Hause habe, brauche ich jetzt nicht, Zink und Selen. Das ist für meine Schilddrüse sehr, sehr gut. Deswegen kaufe ich das auch immer. Aber wie gesagt, da habe ich jetzt noch welche zu Hause. Schaut mal, da gibt es auch richtig gute Tropfen für trockene Augen. Und wie viel Auswahl. Voll krass. Die Michelle braucht das manchmal. Also hat das früher immer. Das schaut mal. Boah, voll günstig. 7 Euro. Normalerweise kaufe ich die in der Apotheke. Diese Euphrasia Augentrost. Da gibt es sogar Apfelmittel beim DM. Richtig cool. Also, wenn man mal so was Leichtes hat, ne, dann ist das eigentlich perfekt, wenn man das beim DM kaufen kann. Nicht immer zur Apotheke gehen muss. Schaut mal, sogar für kleine Kinder. Ich bin einfach baff. Zum Beispiel, wenn man Verstopfung. Hä, wie cool ist das denn? Auch für Babys. Bin richtig. Und sogar CBD. Gut. Wisst ihr, wo ich noch gar nicht geschaut habe? Die Schminkabteilung. Da muss ich auch dann vorbeischauen. Beim Stöbern habe ich das gefunden. Dachte mir so, Seifenpads. Was ist das? Sieht richtig cool aus. Reinigt, kratzfrei. Und da steht, dass man damit alles Mögliche
putzen kann. Auflaufformen, Kalkablagerungen, Töpfe, Pfannen, was auch immer man möchte, damit so reinigt. Das sind so Pads. So schaut das aus. Und ich überlege, ob ich das auch nehmen soll. Klingt nämlich irgendwie voll interessant. Und ich überlege mir, ich glaube, ich werde mir auch so einen Schmutzradierer mal kaufen, weil ihr kennt Kinder. Wir kennen alle Kinder. Und einfach mal, um was wegzuradieren. Hä, was ist das denn? Cool. Duftprobe. Das Waschmittel? Also Nachfüllstation. Mach mich fertig. Beim DM gibt es eine Waschmittel... What? Waschmittelstation? Oh mein Gott. Noch nie gesehen. Schon lange nicht mehr beim DM gewesen, scheinbar. Das ist ja mega. What? Richtig cool. Ich habe da was echt Cooles gefunden. Und zwar diesen Bona. Sprühreiniger. Da gibt es zwei. Da gibt es einmal den grünen für Hartböden, Stein, Fliesen, Laminat, Vinyl und Wärmelaminat und auch Fliesen. Und da gibt es einen auch für, nur für Holzböden. Aber haben wir ja nicht. Wir haben keine Naturböden. Das finde ich schon cool, so zwischendurch mal, wenn die Hunde mal wieder ein paar Pfotenabdrücke lassen, dass ich jetzt nicht immer den Hühler rauspacke, dass ich dann den nehme. Das schaut schon. Reizt mich schon mitzunehmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Kostet 40 Euro und man kann auch alles extra kaufen, wie zum Beispiel diese Pads und auch die Reiniger, die stehen da drüben. Habe ich jetzt gerade da drüben gesehen. So, aufs Risiko hin, dass mein Mann mich tötet, habe ich es natürlich mitgenommen. Ich konnte jetzt einfach nicht vorbeigehen und habe es deswegen gekauft. Ja, ich schaue jetzt noch ganz schnell mit schnellem Auge in der Schminkabteilung. Weil, ich muss ein bisschen gucken. L'Oreal Make-up. Soll ich das mal ausprobieren? Welches ist denn ein gutes Make-up? Welches würdet ihr mir von der Drogerie empfehlen? Ich nutze zurzeit noch immer das Awesome Beauty. Aber ich glaube, dass dieses Perfect Matte zurzeit sehr beliebt ist. Und vor allem das wäre auch noch cool. Da bin ich so überfragt bei so Make-up. So schaut die Farbe aus. Kennt man natürlich gar nichts. Und am Handrücken muss ausprobieren, ist glaube ich eh immer ein bisschen tricky. Diese Farbe ist auf jeden Fall viel zu rosa für mich. Sieht man auch, hier ist echt rosamäßig. Ich habe ja so eine gelblicheren, stichigeren Haut. Also deswegen zu viel zu dunkel. Schauen wir mal ins mein Gesicht. Ja. Ich nehme das und meine von Maybelline. Aber welchen? Ich habe vergessen, welche Nummer ich habe. Ich nehme einfach so nach Augenmaß. 115, oder? Welche Farbe ist das denn? Wie heißt die denn? Steht da kein Name? Steht natürlich kein Name. Ich nehme 00. Das wird schon passen. Gut, ich denke, ich bin fertig. Mein Einkauf. Gehen wir zahlen. Also richtig krass. Ich habe jetzt für diesen Einkauf hier 260 Euro ausgegeben. Könnt ihr das sehen? 260 Euro. Also mein Mann wird mich definitiv killen, aber ich habe echt gute Sachen gekauft. Ich habe jetzt die Einkäufe verräumt. 260 Euro. Richtig, richtig hardcore. Ja, ich bin mal gespannt, was mein Mann dazu sagen wird. Was glaubt ihr? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Was würde euer Mann sagen, wenn ihr 260 Euro bei dem ausgegeben habt? Ich habe ja, wird lustig. Ich werde auf jeden Fall euch noch so einen richtigen Haul mit den Sachen abdrehen. Also wo ich zu Hause sitze und wo ich die Sachen herzeige. Also schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder ein, wenn ich euch dann die Sachen zeige. Da erkläre ich noch ein bisschen was dazu. Vielleicht mache ich die sogar auf und verwende sie. Ich weiß es noch nicht. Ich habe schon lange keinen DM-Haul mehr gedreht. Das war auf jeden Fall, glaube ich, mein erster DM-Live-Haul. Und falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen und wie gesagt, dann das übernächste Video oder so, dann gibt es dann den Haul, wo ich euch die Sachen dann zeige. Ja, meine Lieben, das war's mit dem Video. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!